Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja in meinem Geschenke-Video erzählt, dass ich eben ein Video nochmal hinterher schmeiße. Und zwar will ich mit euch heute mein Schminkkörbchen zeigen. Ja, es war schon lange, lange her, dass ich euch das gezeigt habe. Jetzt ist es soweit und ich habe da ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe auch noch Schminke davon im Gesicht, weil ich mich heute Morgen geschminkt habe. Diese Produkte habe ich auch gestern noch benutzt zum Heiligen Abend. Und ich zeige euch einfach, was ich da mal getragen habe, weil so ein Weihnachtsoutfit-Look, ja, hätte ich gestern machen können, hatte ich aber nicht so viel Zeit und heute war auch ein bisschen knapp, aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber Hauptsache, ich zeige euch einfach mal, was ich in meiner Kiste habe. Und wir beginnen mit der ersten Etage. Da habe ich zum einen... So. Ich mache mal einmal eben hier meinen Ring hier ab, damit das nicht so rutscht. Ich habe zum einen noch diese Foundation von P2 Illuminating Touch Make-up. Da ist auch schon die Hälfte davon auch aufgebraucht, wie man so ein bisschen sieht hier in diese Lücken. Da ist noch ein bisschen was das noch drin. So gut die Hälfte. Und ich bin da immer sehr, sehr fleißig. Ich habe auch ein bisschen auf meine Technik rausgefunden, wie viel Foundation ich immer tragen muss, damit das nicht so schmierig aussieht. Irgendwie habe ich das Gefühl. Nee. Genau. Also ich mache da immer so ein bisschen auf dem Handrücken und dann ein bisschen verteilen, da wo ich es für nötig halte. Und dann fixiere ich das einfach mit einem Puder und dann sieht es trotzdem noch gut aus. Jo, genau, also Foundation. Dann habe ich mein Around Concealer Palette immer noch. Da fange ich ja schon an, diesen Ton hier leer zu kriegen. Da, was heißt immer noch, das war ja mein Backup, beziehungsweise mein Nachkauf, als ich gedacht hätte, dass ich mein anderes schon aufgebraucht oder weggeschmissen habe. Deswegen habe ich diese Palette noch. Aber bis auf, also diese drei, die benutze ich ja, diese braunen Töne, manchmal auch als Base. Aber diese beiden, die benötige ich nicht. Deswegen habe ich auch von Essence, meine ich, jetzt hole ich das nicht raus, aber von Essence ein Duo. Und das reicht dann. So, dann habe ich noch meine Augenbrauenprodukte von Art Deco. Mit Augenbrauenpuder. Aber das kann man ja auch als Lidschatten benutzen, wenn man möchte. Aber ich habe schon eine schöne Kohle drin. Das ist, finde ich, sehr gut. Und ein Augenbrauengel in der transparenten Variante. Mein Nagelwachs, wenn ich überhaupt das zwischendurch mal mache, während ich schminke. Und normalerweise habe ich ja noch meinen Schimmerpowder und der ist mir leider, leider am Mittwoch kaputt gebrochen, als ich den zum Schminken mitnehmen wollte, zur Arbeit. Ja, leider, aber kann man nichts machen, deswegen habe ich jetzt ein neues Puder. Das ist jetzt von Max Factor Pastel Compact Pressed Powder in der Farbe Pastell. Genau. Hier steht für ein mattierendes, frisches Aussehen. Genau. Manchmal benutze ich auch, oder hatte ich mal benutzt am Anfang, auch als Foundation-Ersatz. Also ich hatte nur Puder drauf, dann ging es auch sehr, sehr gut. Und ich finde das eigentlich ganz toll. Ich habe das mit dem Schwämmchen gemacht. Ich habe da ein bisschen so aufgedrückt und dann habe ich das ein bisschen verteilt. Und dann habe ich nochmal mit dem Pinsel nachgearbeitet.
damit keine Flecken entstehen und finde ich gut, könnte ich auch bestimmt mal nachkaufen. Genau. So, und ich meine, ich hätte auch keine Update-Puder bzw. Fixier-Puder, dann muss ich dann wahrscheinlich neu kaufen. So, dann habe ich mich für 2 Paletten entschieden, die ich jetzt endlich mal richtig ausgiebig testen wollte, seitdem ich das mir ja gekauft habe. So, Moment. So. Und zwar habe ich mir 2 Revolution Paletten ausgesucht. Und zwar einmal diese Palette, das ist die Revolution Iconic Pro und das ist die Pro 1. Und ich habe auch die Pro 2. Muss ich einmal ganz kurz gucken, damit ich nichts Falsches sage. Genau, ich habe 2, wie gesagt, ich habe jetzt hier im Schminkkörbchen Pro 1. Und das ist Revolution Iconic Pro 2. Das sind jetzt diese Farben. Die wollte ich aber nicht. Sondern ich wollte halt von der Iconic 1 diese Farben hier haben. Erstmal. Das sind sehr, sehr schöne natürliche Töne. Und ich hatte gestern ein Nude-Look gehabt, so ein dunkleres Augen-Make-up mit dieser Farbe hier. Ich kann euch ja mal sagen, was es für eine war. Und zwar hieß das Afflicted oder Afflicted. Das ist nämlich hier. Zeige ich euch, das ist diese Farbe. Da, Afflicted. Genau. Und dann habe ich dann halt gehighlightet mit der Farbe Luna. Habe ich gehighlightet und verblendet. So. Und dann habe ich heute habe ich benutzt die 4. Farbe hier zum Verblenden heute. Das war die Farbe 4. Das war die Farbe Enigma, irgendwie so hieß der. Hier steht der. Bei 1 oder 2 Paletten habe ich auch diese Folie gar nicht drin. Ich werde mal schauen, ob ich da irgendwie bei Google was finde, damit ich dann wenigstens auf dem Blatt Papier oder so draufstehen habe, welche Farben ich habe, damit ich euch eventuell mal irgendwann in 100 Jahren, sag ich jetzt mal, einen Look schminken kann. Also ich finde die wirklich schön. Und ich mag sie sehr. Die haben eine super schöne Pigmentierung. Ich weiß jetzt nicht, ob man diese Farben noch ein bisschen erkennt. Weil ich das erst seit heute Morgen 5 Uhr drauf habe. Auf jeden Fall ist die wirklich gut, die Pigmentierung, muss ich schon ehrlich zugeben. Dann einmal habe ich mir nochmal ausgesucht die Revolution Ultra Professional Eyeshadow Eyes Like Angels. Genau. Und das sind dann halt buntere Farben. Sind dann halt diese hier. Heute habe ich die Farbe. Soll ich erstmal selber schauen. Einmal die Farbe Molten Chocolate habe ich benutzt. Das war nämlich die hier. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt gleich. Warte mal. Das war dieses jonglierende braune Kupferton. Ganz kurz irgendwo reingedutscht. Das habe ich nämlich auf den Augen komplett
Und dann habe ich mit einem helleren Ton verblendet. Das war dieser hier. Da. Das war, glaube ich, die Farbe. Ich muss mal einmal ganz kurz gucken. Das war die Farbe Cream. Wenn ihr das erkennen könnt hier in dem Licht. Auf jeden Fall habe ich das dann aufgetragen. Und ich finde die Pigmentierung echt der Burner. Also auch die Lidschatten an sich finde ich wirklich klasse. Was ich auch ganz toll finde, sind solche Sondereditions. Zeige ich euch auch mal kurz. Das ist diese Palette. Die finde ich wunderschön. Das ist die Fortune Favors the Brave Palette. Die habe ich erst seit kurzem auch gekauft. Seht ihr, das ist echt mega schön, diese Farben. Werde ich mir bestimmt auch mal rauskramen, wenn ich die nächsten Paletten oder Einzellidschatten mir aussuche. Also, ich finde das wirklich gut. Nur leider kann ich nicht jeden Tag und jede Stunde nach Rossmann bei mir in der Innenstadt. Mal verpasse ich vielleicht eine Sonderedition, meine ich. Es kommt immer halt drauf an, wie die Zeit ist. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt die Eyes Like Angels Palette. Die ist dann halt mit dabei, damit ich so eine Abwechslung habe. So, dann, natürlich brauchen wir ein paar Bases. Ich habe jetzt von P2 12 verschiedene. Einmal die Forever Intense Eyeshadow Cream von P2, die Farbe Just Me, da ist ja auch ein Goldschimmer drin, das ist halt so ein nudefarbenes, ist auch ein bisschen benutzt, also ist halt schon eine coole bei. So, dann habe ich dann im Gegenstück die Forever Matte, das ist die Farbe Just Twinkle, also so ein, ja, Pfirsich Nude Ton. Auch benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Auf jeden Fall habe ich das auch wieder kräftig benutzt heute. Ja. So, dann habe ich mal so einen Mousse. So ein von Max Factor Excess Shimmer Mousse. Kann man ja auch als Lidschattenersatz benutzen oder halt als Base. Wenn ihr jetzt matte Töne habt und ihr wollt ein bisschen noch Schimmer dazu, dann kann man das sehr, sehr gut benutzen. Also es läuft nicht in eure Fältchen, also zumindest bei mir nicht in die Lidfalte. Das ist die Farbe 05 Crystal. Wunderschöne Farbe. Und ihr seht, ich habe das sehr, sehr oft benutzt. Das ist eine wirklich tolle, tolle Sache. So, das hatte ich übrigens gestern aufgetragen als Base, weil mir das ja nicht schimmernd genug war, ne? So, dann habe ich von Maybelline Color Tattoo die Farbe Metallic Pomegranate. Ich wollte ja auch noch ein paar davon kaufen, aber ich muss erstmal schauen, wie ich das dann hinbekomme. Ja. Dann Turquoise Forever. Auch von Maybelline. Color Tattoo. Habe ich mir gedacht, durch, wenn ich jetzt so Blautöne habe oder so, kann man das immer gerne mal benutzen. Oder halt so als Lidschatten und dann mit Schwarz oder mit einem Grauton, also mit einem dunkleren Grauton am besten. Und ja, finde ich dann bestimmt auch mal ganz toll, wenn man so, ja, so Jeans-Looks hat und dann sowas. Und finde ich bestimmt auch ganz toll. So, dann habe ich einmal Wimperntuschen. Habe ich mal 4 Stück rausgekramt, weil die müssen auch bald leer gehen. Einmal von L'Oreal Soul Couture. Genau. One Million Lashes. Ja, die habe ich. Dann eine Art Deko-Probe All-in-One Mascara. Die ist immer noch gut. Die habe ich heute benutzt. Genau. Und dann, gestern hatte ich benutzt die Essence I Love Extreme Volume Mascara.
Und einmal die Lash Princess Mascara, die peachfarbene. Gibt ja auch eine grüne. Genau. Ich habe ja die Lash Princess in der Variante Peach, ne? Vielmehr die Optik ist Peach, nicht die Mascara, ne? Aber ihr wisst, wie ich das meine. Dann habe ich mir mal einen, diesen Eyeliner rausgekramt von Maybelline Masterpiece. Liquid Liner. Meint ihr noch? Ja, der malt noch. Aber der hat irgendwie eine flexible Spitze. Entweder war das schon so oder der wird langsam zickig. Aber noch habe ich hier Farbe. Und das finde ich auch gut so. Dann habe ich einmal von Maybelline Master Kajal Kohl Liner in Schwarz. Die Farbe Pitch Black. Dann habe ich einmal von Adeco zwei Varianten. Einmal die Farbe 98. Das ist ein sehr, sehr kräftiger Weißton. Dann von Adeco die Farbe 11. Das habe ich heute auf den Wasserlinien gehabt. Finde ich auch ganz, ganz toll. Einen Moment. So, genau. Dann habe ich von, also, und dann habe ich nochmal von Adeco die Farbe 72. Das ist halt so ein schönes, schimmerndes Grün. Dann habe ich von Manhattan die Farbe Lila Lilac. Von, ja, ist schon cool. Eyeliner ist schon lila. Falls ich mal mit Lila arbeite, mit solchen Farben, was in dieser Ice Light Angels Palette drin ist, finde ich auch mal ein schöner Eyecatcher. Dann habe ich einmal ein Automatic Kajal von Catrice. Catrice Made to Stay Inside Eye. Ist eigentlich ein Highlighter Pen. Man kann es für den Innenwinkel benutzen, aber auch für Wasserlinie. Genau. Und dann habe ich ein Kohl Kajal von Catrice. Die Farbe Cleo Petro. Ist halt so ein Blau. Schimmer zu Kies, irgendwie so in der Richtung. Und dann habe ich einmal noch von Alverde die Farbe Grau. Ja. So. Es hat jetzt gestoppt, es tut mir echt leid. Ihr wisst, dass meine Schminkkörbchen sehr lang sind, aber das seid ihr gewohnt. Ne, wer Mick hat, der kann direkt wegbleiben. So, jetzt kommen wir zu der Variante jetzt kommen wir zu Variante Konturieren Blush Highlighten. Genau, ich hatte jetzt fast das Wort vergessen. So, da habe ich jetzt auch 4 Revolutions und ein Nyx. Eine Nyx-Palette, die zeige ich jetzt erstmal als erstes. Das war ja diese hier. Die Nyx Highlight and Contour Pro Palette. Ja, habe ich gedacht, damit ich das auch mal benutze, damit das so ein bisschen so ein paar kleine Benutzerspuren hat, werde ich das auch nochmal verwenden. Da sind nämlich verschiedene Farben drin. Das Schönste ist, man kann die auch rausholen. Genau. Nur leider haben die da keine solche Refills. Das finde ich schon sehr, 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 sehr schade. Aber da müsste man jetzt die komplette Palette, wenn man sie leer hat, müsste man dann neu kaufen. Aber hat das denn hier auch noch Namen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, das hat jetzt hier überhaupt keine Namen. Nur halt NYX Highlight in Konturpalette. Ah, doch, hier. Doch,
hier hinten sind halt diese Namen. Ja. Dann haben wir einmal zwei Highlighter-Paletten. Einmal die Highlight-Palette von Revolution. Die sieht so aus. Und einmal die Radiance-Palette. Die sieht dann so aus. Da habe ich auch ein bisschen was von benutzt gestern und heute. Dann habe ich ja die beiden Blush-Paletten, einmal Golden Sugar und einmal Sugar and Spice. So, da habe ich einmal, das ist Golden Sugar, das sind auch solche Highlighter und Bronzetöne. Und halt hier Sugar and Spice. Da habe ich auch sehr, sehr viel benutzt. Finde ich auch richtig, richtig schön pigmentiert, muss ich ehrlich zugeben. Auch die Highlighter sind der Burner. Genau, das waren dann halt die. Und die letzte Etage sind Lippenprodukte. So, ich musste mal eben ganz kurz auf Pause drücken, weil der Akku ein bisschen schwächelt und ich wollte jetzt nicht warten, bis das letzte Stückchen anbricht. Deswegen beeilen wir uns jetzt mit dem letzten Teil. Und zwar kommen wir zu den Lippenprodukten. Ich habe jetzt diese von Astor jetzt ausgesucht. Da kann ich euch einmal sagen, was ich habe. Also ich habe jetzt die ich jetzt hier drin habe, alle in Gebrauch. Keep in Touch. Dann einmal. Das kann ich leider nicht lesen. Aber es ist so ein schöner Peach Nude Ton. Dann Pink Lady. Dann in der matten Variante, das hatte ich heute. Elegant Nude. Und ich glaube, die hier hieß Guilty Pleasure. Genau. Dann habe ich noch Lipglosse, zwei von L'Oreal. Da habe ich einmal die 102 Cream, also eine Cream-Variante, Scream and Shout. Und einmal so eine Glitzer-Variante, 203 Studio 54, in dieser Version. Von Trending Up Ultra Matt Lip Cream. Die Farbe 010 ist auch so ein Nude. Dann habe ich drei MAC Lippenstifte. Einmal Rebel, einmal Amp the Amp und einmal Viva Glam. Vier meine ich. Vier oder fünf heißt das. Also ein Strich und ein V. Ja. Die habe ich. Dann aus der matten Reihe von Maybelline. Die Farbe 930 Nude Embrace. Von Maybelline noch so eine alte Variante, 706 Beige Fizz Sparkling Bronze. Jo. Dann von Catrice mein Lipglobein. Von Revival de Loupe die Farbe 62, ist so ein Peach Nude. Ja. Dann auch von Revival de Loupe aus der Matte Pencil Reihe die Farbe Sweet 16. Ja, so ein knalliges Pink. Ja. Dann habe ich noch Lip Liner. Einmal aus meinem Koffer. Von Art Deco ein Rot Soft Lip Liner Waterproof in der Farbe 65. Von Bijou die Farbe 563. Das ist auch ein Rosenholz. Von Manhattan die Farbe 59G. Ist ein dunkles Braun. Astor Moisturizing Lip Liner. Ja. Dann von Max Factor die Farbe Flame. Ist so ein Peach. Dann von Isadora die Farbe 42 Plump. Und von Astor nochmal die Farbe Silky Rose. Ja, das sind die
Lip Liner. Und ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich freue mich auf ein neues Video. Und bevor es jetzt gleich abbricht, weil da oben sehe ich es blinken, wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche noch. Und wir hören uns im nächsten Video wieder. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.